Unser Unternehmen ist gegründet worden 1968 in Hamburg in einer Eckkneipe von Herrn Eugen Block. Daher auch der Name Blockhaus. Den gibt es tatsächlich. Die Inhaberfamilie heißt Block. Herr Block hat diese Idee des Steaks mitgebracht aus Amerika, als er als junger Mann auf den seine Gesellenjahre quasi hinter sich gebracht hat, auch unter anderem in den Vereinigten Staaten von Amerika, hat da das Steakbrot kennengelernt, war in Frankreich, hat dort die Brasserie kennengelernt. Wenn Sie jetzt mal so die Einrichtung hier anschauen und das Brot ist ein Mix aus diesen beiden Ländern. Und bis dahin war es so in Deutschland, dass Fleisch in der Regel als Braten mit viel Soße serviert wird. Und Eugen Blocks Idee war es, ein Steak ohne Soße zu servieren, mit einer Baked Potato und einem Kürbock, so wie es in Amerika gibt. Das hat er vor 50 Jahren gestartet. Wir sind dieses Jahr 50 Jahre alt. Vor 50 Jahren gestartet und ist bis heute quasi ein Evergreen in der deutschen Gastronomie. Und aus dieser Eckkneipe, die Herr Block damals quasi gegründet hat, oder das Unternehmen da gegründet hatte, ist ein mittelständischer Konzern in der Gastronomie geworden, der sehr vielfältig heute präsentiert. Wir haben auf der einen Seite das Kernprodukt, die Blockhaus Steakrestaurants, haben zwei Produktionsbetriebe, einmal, wir nennen das die Block Menü, das ist in Zarantin in Ostdeutschland, produziert Suppen, Soßen, Beilagen. Man muss sich das so vorstellen, es wird gekocht wie in einer ganz normalen Küche, nur mit größeren Töpfen. Und erst hinten, wo dann die Abfüllung und die Verkörperung beginnt, wird es ein bisschen industriell. Aber vorne arbeiten Köche im Beruf genauso aus wie in jeder anderen Küche. Diese Produkte werden dann in die Restaurants reingeliefert. Das hat den Vorteil, dass wir die Hygiene im Griff haben, die Kalkulation im Griff haben und, was immer wichtiger wird, das Personalproblem, das sich in der Gastronomie stellt, dass man keine Köche und keine Fleischer mehr bekommt, das haben wir dadurch auch im Griff. Keine zentrale Fleischer. Das heißt, in Restaurants haben wir dann Griller, so nennen wir unsere Mitarbeiter, die immer grillen, das Steak grillen. Das heißt, wir haben in den Restaurants die Produkte, die aus dem Blockmenü in Zarantin geliefert werden. Wir haben die frischen Produkte, die vor Ort eingekauft werden, wie zum Beispiel Salate, die mehrfach am Tag frisch gemacht werden, hier vor Ort im Haus. Und wir haben die kurz gebratenen Steaks, die wir grillen. So, dann haben wir die hauseigene Fleischerei. Fleischermeister gucken, dass die Produkte, die aus Südamerika hier rübergebracht werden nach Deutschland mit dem Schiff. 4 Wochen fahren die Steaks übers Meer, reifen in der Zeit bei ungefähr 0,5 Grad. Die Temperatur wird aufgezeichnet im Container. Kommen die Schiffe in Hamburg an, werden entladen und die Ware wird zu uns in unsere Fleischerei gebracht. Dann kommt unser Fleischermeister, gucken sich die Temperaturaufzeichnung an, ob alles okay ist. Und dann werden die Ware nochmal bei uns in den Fleischlegern weitergereicht. In der Regel nochmal ca. 4 Wochen. Das Fleisch insgesamt um die 8 Wochen, 7, 8 Wochen reift. Das kommt ein bisschen auf das Produkt hier. Dann wird das Fleisch quasi getrimmt, also pariert und getrimmt. Das heißt, man entfernt nochmal überschüssiges Fett und Sehnen, alles, was man am Steak gerne haben will. Und dann wird das Fleisch geschnitten und vakuum verpackt und dann in die Häuser gegeben. Und da beschäftigen sich dann die Griller mit dem Thema. Und das darf man sich auch nicht so einfach vorstellen, wie in der Herde, wenn wir alle schon mal irgendwie zu Hause einen Grill aufgestellt und was aufgelegt. Ganz so ist es hier nicht. Wir wissen, wenn so ein Restaurant voll ist, ungefähr ein Drittel der Gäste zur gleichen Zeit ist. Und wir wissen, dass unterschiedliche Gäste unterschiedliche Produkte bestellen, mit unterschiedlichen Grillen. Das heißt, es hat ein sehr ausgeklügeltes System entwickelt, das will ich nicht zu sehr verraten. Wenn wir es hinkriegen, dass wenn Sie zum Beispiel auf Ihrem Tisch 4 verschiedene Produkte mit 4 unterschiedlichen Grillgraden bestellen, dass Sie es zum selben Zeitpunkt auf den Tisch gehen, dann gibt es ein paar Tricks dahinter, dass wir das. So, das ist das Thema Blockhaus, wir waren Produktionsbetriebe, dann haben wir noch ein Burger-Restaurant, dann haben wir Jim Block und wir haben noch ein 5-Sterne-Hotel in Hamburg, das größte private Hotel mit 511 Zimmern in Deutschland. Wir haben noch eine Gasthausbrauerei in Hamburg, eine Landungsbrücke. Also wenn Sie nach Hamburg besuchen und ein grünes Bier trinken wollen, auf einer super Terrasse mit Blick auf die dicken Pötte, müssen Sie unbedingt auch an die Elbe kommen, zuletzt zu Block Breu. Also Sie sehen, mit dem Namen Block kann man eine ganze Menge machen. Zum Block Breu. Und dann haben wir noch so ein paar kleinere Aktivitäten, da will ich jetzt nicht weiter eingehen. Das vielleicht noch, um die Gruppe insgesamt mal zu skizzieren, vielleicht noch ein Hinweis: Wir haben im Hintergrund auch ein paar Servicegesellschaften, wir haben zum Beispiel ein Trainingsunternehmen, das nennen wir Head College, auch ganz lustig, weil die Schwester von Eugen Block verheiratet in Amerika, ein Herrn Head, und dieses Head College haben wir dann
und dann ist halt quasi, dann haben wir ein IT-Unternehmen, wir haben Buchhaltungsunternehmen, wir haben ein Marketingunternehmen, wir haben Logistikunternehmen, also quasi alles, was den Support liefert, um das Hotel- und Gastronomie-Business störungsfrei sozusagen auszuführen. Meine Aufgabe ist es, in der Holding eine gesamte Gruppe zu führen. Der Block ist heute Abend auch hier, der ist 27 Jahre alt, also voller Energie und fit. Er wird mit seiner Frau heute Abend hier sein. Und ich habe eben das operative Tagesgeschäft sozusagen zu führen. Der Herr Scheibe ist der Vorstand in dem Blockhaus Restaurantbetrieben. Macht ihr jemals einen Schluss? Bereichsleiter in dem Blockhaus Restaurantbetrieben im Süden, also München, Nürnberg, jetzt Augsburg, Stuttgart. Das sind die Restaurants, die sich abends kümmern, um den Scheibe ein bisschen zu entlasten. Wir haben welche Bereichsleiter jetzt? Sieben Bereichsleiter. Und Frau Wickelmann ist die Chefin hier von diesem Restaurant. Also, wenn Sie hierher kommen, werden Sie von Wickelmann als die Chefin des Restaurants. Wir nehmen das Restaurant